Die Wirtschaft braucht Rückenwind, nicht Gegenwind, so das Motto des 9. Tiroler Wirtschaftsparlaments. Wie es aussieht mit dem Wirtschaftsstandort Tirol, verrät Präsident Jürgen Bodenseer. Ja, der Tiroler Wirtschaft geht es ähnlich oder sagen wir ein bisschen besser als der gesamtösterreichischen Wirtschaft. Und so gesehen glaube ich, dass wir also nicht großes Frohlocken haben, sondern dass wir eigentlich irgendwo, wenn man das als Pendel betrachtet, am äußersten falschen Ende des Pendels sind. Es wird nicht viel investiert, es gibt fast keine Betriebsneugründungen. Es werden uns als Wirtschaftler eigentlich nur irgendwelche neuen Vorschriften, neue Steuern und alles Mögliche vor die Füße gehauen. Und die Investitionsbereitschaft ist mäßig. Auch Spartenobfrauen und Männer sprechen über die Lage der Wirtschaft in ihrer jeweiligen Sparte. Ja, in der Sparte Gewerbe und Handwerk kann man im Moment eigentlich in Tirol zufrieden sein. Es ist nicht überschwänglich, aber ich glaube, dazu im Großen und Ganzen passt die Situation momentan. Was uns ein bisschen zu schaffen macht, das sind natürlich die öffentlichen Bereiche, weil da zu wenig investiert wird. Und das schlägt sich natürlich im Gewerbe und Handwerk in besonderem Maße nieder, weil wir ganz stark in der Regionalität verankert sind. In unserer Sparte haben wir positive Zahlen. Die KMU-Forschung hat also uns das bestätigt. Aber wir haben auch einen großen Erfolg erzielt durch den Brennbauausbau, den wir seit 10 Jahren gefordert haben. Das ist jetzt also umgesetzt worden. Aber es gibt noch viele Dinge, die wir benötigen. Und wenn ich da zum Beispiel an die Werbeabgabe denke, das ist eine unsinnige Steuer, die gehört unbedingt abgeschafft. Ich denke nach wie vor an die Vergebührungskosten für die Bestandverträge. Das fordern wir schon seit Jahren. Das gibt es nur in Österreich. Diese Kosten belasten die Mieter, die belasten die Unternehmer, die belasten jeden. Das gehört abgeschafft. Und das Thema leistbares Wohnen ist selbstverständlich ein großes Thema, aber da gehören auch die Fachleute dazu und nicht nur, dass man sagt, jeder setzt sich auf das Thema, das ist zu wenig. Im Prinzip kann man sagen, dass in der Sparte Industrie derzeit für unsere Mitgliedsbetriebe eine sehr schwierige Situation ist. Einerseits haben wir mit stagnierenden Märkten in Europa zu kämpfen. Zum anderen sind wir natürlich der internationalen, insbesondere globalen Konkurrenz ausgesetzt. In der Wirtschaft wurde schon viel erreicht. Das meiste ist aber noch zu tun. Die Wirtschaftskammer wird mit dem Land weitere Verbesserungen verhandeln. Die nächsten Gesprächsrunden sind im Herbst geplant.